Ja, guten Tag, mein Name ist Thorsten Schäfer. Ich bin Autor des Buches Wasserpfade, was bei der Buchhandlung Bornhofen auch verkauft wird. Und die Frau Bornhofen hat mich gefragt, ob ich einige Fragen zu meinem Schreiben und zum Buch per Video beantworten möchte. Das mache ich sehr gerne hiermit. Und dann würde ich abschließend noch eine kurze Passage einer meiner Liebsten aus Wasserpfade lesen. Eine Frage, die mir Frau Bornhofen gestellt hat, war die danach, wo ich schreibe. Ob drin oder draußen. Und in der Tat ist es so, dass ich versuche, so häufig wie möglich auch draußen zu schreiben. Ich wohne direkt am Wald und gehe öfter dorthin zum Arbeiten, zum Schreiben. Und bin aber auch natürlich öfter am Fluss, habe dort auch meine Schreibstellen, so dass ich es schon oft versuche. Auch meine Studierenden unterrichte im Nature Writing, also im Schreiben erstmal draußen. Aber vor allen Dingen, natürlich entsteht so ein Buch schon größtenteils drin am eigenen Schreibtisch oder an anderen Schreibtischen. Auch auf Reisen, schreibe ich auch gerne. Ich schreibe auch gerne in Zügen, wenn es geht. Im Moment kann man leider keinen Zug fahren. Aber draußen findet man einfach, finde ich, eine andere Sprache auch. Andere Worte am Wasserfall, neben der großen Buche. Das ist schon ein wichtiger Bezug zum Schreiben. Ich glaube, der Ort und seine Energien oder auch einfach seine Szenerie entfacht auch sozusagen eine gewisse Sprache, bringt auch Worte einem in den Geist, die man so nicht unbedingt zu Hause gefunden hätte. Es ist auch die Frage dann bei so einem Nature Writing Buch, die faktischen Passagen, die habe ich schon öfter auch drin geschrieben. Man braucht natürlich auch einen Rechner und Internet zum Recherchieren, aber die szenischen Teile auch doch öfter draußen. Eine andere Frage war, die mir Frau Bornhofen gestellt hat, ob die Wehmut nicht überwiegt oder der Eindruck, doch Dinge verändern zu können. Ich versuche einen Brückenschlag in dem Buch zwischen dem Grauen der Zerstörung, das zu beschreiben, aber auch dem Gelingen, dem Schönen, auch vor Ort, der Naturschönheit. Aber auch der Hoffnung. Es sind viele Menschen drin, die für Natur kämpfen, für Flüsse, für einen Wald vor Ort, so dass ich also beides im Sinn habe. Und ich glaube, das braucht es auch, um umfassend die Krise, die wir gerade erleben, die historische auch zu verarbeiten, aber auch gleichzeitig ins Hoffen zu kommen und Bilder, Vorstellungen von einer anderen Welt, von einer anderen Zukunft uns auch noch aus dem Bestehenden, aus dem jetzigen Leben sozusagen hervorholen zu können. Und es geht eben mit anderen Menschen, deren Ideen, deren Kampf für Natur, deren Engagement für eine andere Gesellschaft. Und ich habe versucht, beides einzufangen. Ich glaube, das macht auch so ein Schreiben auch aus, diesen Brückenschlag zu wagen, sozusagen zwei Pfeiler zu haben. Der eine eher ein warnender, ein krisenbeschreibender, einer, der auch ja, Warnung sein will und der andere, der hoffend ist. Und unterm Strich bin ich schon immer auch hoffend und glaube, dass wir auch Chancen haben, in den Klimafolgen, in der Artenzerstörung auch uns selbst neu zu erkennen, politisch, aber auch gesellschaftlich und andere Wege, andere Pfade gehen zu können. Also bei mir überwiegt schon der Optimismus. Eine andere Frage war, ob ich geführte Wanderungen empfehle, weil so Frau Bornhofen man jetzt bei meinen Texten glaubt, an Ort und Stelle auch sein zu können, weil ich schon auch sehr lokal geschrieben habe, sehr genau die Wege auch beschrieben habe. Es kam auch in einigen Rezensionen vor. Ich würde beides empfehlen, das Buch zu lesen oder andere ähnliche Bücher, die eine Art poetische Geografie sind, sozusagen eine Art Öko-Heimatbuch und vielleicht auch beides zusammen. Aber geführte Wanderungen sind sehr, sehr gute Formate, altgediente Art, um uns der Natur näher zu bringen. Klassische Führungen werden in vielen Schutzgebieten angeboten, in vielen Städten, die Umweltverbände bieten die an und ja, machen Sie da mit, aber die sind auch sehr beliebt gewesen in den letzten Jahren, zunehmend und ich glaube, mit geführten Wanderungen kann man auch Lust auf Literatur schaffen, um sich danach ein Buch zu kaufen und dann die Strecke nochmal abzuwandern, abzulesen sozusagen. Eine andere Frage war die nach dem Ökom Verlag, ob ich den gezielt angesteuert habe. Ja, war er nachhaltig produziert, aber ich muss auch sagen, es gab Kontakte zum Ökom Verlag. Ich habe in der Zeitschrift Politische Ökologie schon mehrfach publiziert und habe dadurch den Kontakt gesucht und es passte natürlich gut zu so einem Naturbuch entsprechend.
Und dann habe ich den Ökom Verlag gewählt. Aber ich bin auch auf dem literarischen Feld gewissermaßen auch ein Neuankömmling. Ich habe zwar mal einen kleinen Gedichtband veröffentlicht in einem Verlag, aber sonst wissenschaftliche Werke, Fachbücher. Und deswegen war ich da auch ein bisschen und bin immer noch sehr lernend und sehr offen und war froh, überhaupt einen Kontakt zu haben zu einem Verlag, der mich sehr gut behandelt hat, immer in allen Phasen im Lektorat, in der Betreuung. Es war absolut vorbildlich. Und ja, jetzt gibt es natürlich neue Ideen und mal schauen, wo da die Pfade mich hinführen. Die letzte Frage war nach der Heimatstadt, wo dann ein Eisvogel aufgetaucht ist in einem Graben und der ist jetzt nicht mehr da. Ich glaube, es war so ein bisschen süffisant auch gemeint. Man kann ja von einem einzelnen Eisvogel, wenn der nicht mehr da ist, jetzt nicht auf die Artenzusammensetzung vor Ort schließen. Wenn man den Eisvogel überhaupt sieht, ist es schon mal ein großes Momentum, weil er schon auch eine Art ist, die anspruchsvoll ist, die man auch nicht überall sieht, die man seltener sieht als viele andere Vögel. Der Eisvogel ist ein ganz besonderer Vogel. Alcedo Atthis, allein schon der lateinische Name, und er ist wirklich ein Weltenwandler. Ich habe ihn öfter gesehen, gerade auch in letzter Zeit nochmal, sogar im Altrhein, ein paar. Das ist dieses Eisvogelblau, ich habe im Buch auch eine Passage dazu, ist was ganz Besonderes. Und er ist eben jemand, der in der Erde brütet, durch die Luft fliegt und im Wasser jagt. Ist einfach ein Elementenwandler, den ich zutiefst bewundere. So, und jetzt würde ich noch mal eine Passage lesen. Ich habe gerade gestern an der Gersprenz, der Schwester der Modau, mit meinen beiden Söhnen Biberspuren, Biberstellen beobachtet und kennengelernt neu mit einer Biberrutsche, kunstvoll abgenagten Stämmen. Ich bin ein großer Bewunderer des Bibers. Und eine meiner, muss ich auch sagen, persönlich auch liebsten Erfahrungen kommt von so einer Bibersichtung an der Gersprenz oder einem ihrer Seitenflüsse. Und ich lese diese Seite einfach mal vor und verabschiede mich damit schon mal in ein Buchfrühjahr und wünsche Ihnen besten Lesegenuss. Was ich sehe, ist Kunst, Feinsinn, ein Werk der Großen, wie ich es nicht erdacht hätte, obwohl ich schon einmal mit einem Biologen tief in der Eifel für eine Biberreportage unterwegs war und wie im Hürtgenwald auch die schönen Teiche des Baumeisters sah. Hier hat der Biber auf einer kleinen Insel eine Landart-Ausstellung mit Baumskulpturen geschaffen, die von klaren Bächen umspült wird. Ihr Sand schimmert so hell, dass ich sofort eintauchen und ihn greifen will, und die Bäche gurgeln so leise und fein, als wären sie Hintergrundstimmen in einer Sinfonie. Wir sind hinter einen Vorhang getreten in eine andere Welt, die jetzt ganz vollkommen vor uns liegt, mit ihren Klängen, Formen und Farben. Trotz der verwaschenen Märzbräune, die im Erlenwald vorherrscht, flackern helle Lichter auf. Bei den frisch gefällten, benagten, gedrechselten, gesägten, geschnitzten und gefeilten Stämmen und Stümpfen auf der kleinen Insel da drüben. Letzte Nacht muss es passiert sein, sagt der Biberberater leise. Es ist das Hellbraun von fünf fast gleich großen Erlen. Die fünf Hölzer ragen dicht nebeneinander empor, inmitten eines kleinen Zweignestes im Biberbach, scheinbar bewusst komponiert, wie eine Familie, die die Köpfe in die Höhe hält und im Wasser zusammen glücklich ist. Die Erlen sind sorgsam entrindet und scheinen fast weiß herüber durch das Braungrau der anderen noch lebenden Erlen, durch das fahle Gelb vertrockneter Gräser und die grünen Flecken der Grasinseln, die nicht überflutet worden sind. Doch die fünf sind nicht ganz weiß und nackt. Sie tragen gesprenkelte Rindenmäntel, haben noch dünne braune Linien, die der Nagekünstler ihnen gelassen hat. Hinter den fünf Figuren liegt ein 4 Meter langer Erlenstamm, der blank ist, gelb-weiß, noch heller und fast ganz ohne braune Rindenlinien. Er stammt aus einer großen Erle, die mitten im Bach stand und dann auf die Insel gefallen ist. Er liegt nun da wie eine Brücke, die zum Eintritt in das eigentliche Biberreich auf dem Eiland einlädt, das hinter dichten Weißdornvorhängen weiterzugehen scheint. Der lange nackte Stamm scheint aber auch wie ein Wächter, der die Erlenfamilie bewacht, sie als Barriere schützt. Denn vor ihnen stehen, mitten im strudelnden Bach, zwei weitere Skulpturengruppen aus sehr gründlich abgenagten und entrindeten, aber nicht ganz so frischen Stümpfen. Sie sind mehr beige und in der Form sich noch stärker zugeneigt, haben dabei aber den Blick auf die Familie gerichtet,
die so hell am Ufer hinter ihnen steht und strahlt. Vielen Dank.